Also wir werden im Dezember 2019, haben wir bis jetzt avisiert, die ganzen Abnahmen durchführen. Ah ja. Kosten bis jetzt? Sind wir in Plan. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es gab ja gerade auch Diskussionen darüber. Wir haben derzeit die Summe von 433 Millionen. Kann man von heutigen Stand aus sagen, halten wir ein. Beides? U55 und? Oder komplett, nur 6? Komplett, alles, okay. Alles. Dazu gehört auch die Archäologie, dazu gehört auch die drei Bahnhöfe. Dazu gehören, also wie gesagt, U-Bahnhof Berliner Rathaus, U-Bahnhof Museumsinsel und U-Bahnhof unter den Linden, inklusive der beiden Schildvortriebe. Wie viel haben wir noch jetzt nach Planung? Wie viele Millionen? Wir haben jetzt noch den Ausbau. Wir werden also von den 433 Millionen summa summarum, ja, man kann schon fast sagen, fast 170 Millionen werden wir noch mal vorsehen und für den Ausbau. Da gehört aber nicht nur die Fliesen und die Farbe für die Decke, da gehört also auch die Zugsicherungsanlage, Elektrik und dieser ganze Kram auf Anführungszeichen dazu. Reden wir über U55, U5 und U5. U6? U5. U6, das ist die U6, die ist ja fertig. Die ist ja in den 433 Millionen mit drin. Okay. Nur für dieses, was Sie hier sehen, geben wir gerade 1,3 Millionen aus. Aber ist das nicht auch nur das, was Sie hier gerade sehen? Ist das nicht immer auch das Problem, dass natürlich weit in der Vergangenheit geplant wurde, auch eine bestimmte Geldsumme bereitgestellt wurde, jedenfalls gedanklich, und dass sich natürlich innerhalb der Zeit die Kosten dann erhöhen? Ja, das ist richtig. Das ist wahrhaftig ein Problem, in Anführungsstrichen, was jedes Großbauprojekt hat. Man muss ja, wenn man sich überlegt, die Planung für die U5, ich will nicht sagen, die gibt es schon seit den 20er Jahren, aber die ist ja seit Anfang der 90er Jahren unter Senatsverwaltung entstanden. Wir modifizieren. Das Gute dabei ist, es ist ein Abwägen. Früher hatte man eine Technik kalkuliert, die es heute in der Art nicht so gibt. Das bringt wieder Beschleunigung, an manchen Stellen sogar auch kostengünstige Varianten. Dann gibt es natürlich aber wieder Verhältnisse, weil man ja heute sehr mutig ist in so einem Bauvorhaben, wo es wieder unvorhergesehene Sachen gibt. Und diese unvorhergesehenen, das sind immer so im Schnitt 7-10% einer Gesamtsumme, die müssen diese Sachen abpuffern, was man damals nicht so planen konnte, aber wo wir heute wissen, dass es kommen wird. Und deswegen sind wir in diesem Bereich der 433 Millionen Gesamtsumme, wo ich sagen kann, okay, wir haben da noch einen Puffer sogar noch drin und wir sind heute, kann ich sagen, eigentlich kostentechnisch auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt noch weiter natürlich weitere diverse Findlinge, wie wir es ja hier auch hatten, und Bauverzüge und damit auch Behinderung bekommen, deswegen ja dieses Unvorhergesehene, dann kann es natürlich sich wieder ändern. Aber jetzt, heute kann man sagen, das ist das, was wir wissen, die Glaskugel haben wir alle nicht, sind wir in dem Budget, in dem Rahmen 433 Millionen. Das heißt, das sind dann vor allem auch die Herausforderungen, die Sie jetzt noch bis 2019 bewältigen müssen. Da haben Sie recht, ja, das ist unser Job, ja. Wir haben mit der Schildvortriebsmaschine 428 und ein paar zerquetschte Meter geschafft. Also sie parkt jetzt da in diesem Sinne, sage ich jetzt immer so, in der Baugrubenwand von der Baugrube Museumsinsel. Wann wird das weitergehen voraussichtlich? Wir machen gerade Pumpversuche. Das kommt darauf an. Wir fahren erst mit der Schildmaschine weiter, wenn wir sicher sind, dass die Baugrube auch soweit dieses zulässt aus sicherheitstechnischen Gründen. Da müssen wir erst einen Antrag stellen bei den Wasserbehörden etc. Das kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit Sie jetzt diese Bearbeitung durchführen. Wir warten erstmal die Pumpversuche an. Wir wollen hoffen, dass wir jetzt vielleicht über die Feiertage fahren können. Aber ich denke mal, wenn wir so fahren können, dass wir genau in die Feiertage reinkommen, das werden wir uns sparen. Wenn sie fahren kann, was schafft die dann so an einem Tag? Also durchschnittlich geplant haben wir 8 Meter am Tag, dass die Schildmaschine mit ihren 6,50 Meter Durchmesser vorankommt, in Abhängigkeit des Bodens. Wir sind auch schon mal auf 12 Meter pro Tag gefahren. Das bedeutet, als wir diesen heiklen Punkt des Spreekanals unterfahren haben, sind wir auf 12 Meter. Wir sind aber auch schon mal vorsichtiger gefahren, als wir die Palastwanne hier von zukünftigen Stadtschloss unterfahren haben. Da waren es auch mal ein paar Meter weniger, also zwischen 4 und 6 Meter. Das bedeutet also, im Schnitt ist er, kann man fast sagen, etwas schneller gefahren. Gut, Gott sei Dank gibt es keine Blitzer da unten. Und deswegen ist eben etwas früher jetzt in der Baugrube eingeparkt. Deswegen sage ich immer diesen Ausdruck, eingeparkt in der Baugrube Museumsinsel. Mit der U5 war das ja so ein Problem. Anfang der 90er Jahre wurde ja auch viel rumkritisiert, ob es überhaupt Sinn macht, die U5 zu verlängern bis zum Alex. Sie haben seit geraumer Zeit auch einen Infowaggon, wo darüber informiert ist, wie es steht mit der U5, was da passieren soll. Wie ist denn da so die Resonanz? Haben Sie ein Gefühl dafür, ob die Berliner diese U5 annehmen werden? Ich bin mir ganz sicher, dass die U5 angenommen werden wird. Wir haben jetzt eine harte Zeit mit den Bauarbeiten, denn Bauarbeiten ohne Einschränkungen gibt es einfach nicht. Aber die grundsätzliche Resonanz ist
positiv. Denn mittlerweile erkennt, glaube ich, jeder, dass es Sinn macht, einen guten öffentlichen Nahverkehr zu haben, mit auch möglichst wenigen Umstiegen, damit wir die Bevölkerung Berlins einfach dazu bringen, fahrt lieber ÖPNV und weniger Auto. Nun wurde kolportiert in der Presse, dass es wahrscheinlich wieder wesentlich teurer wird als damals in den 90er Jahren geplant. Das ist nun auch nicht so verwunderlich, weil ja viel Zeit ins Land gegangen ist. Da hieß es, dass es vom Vertrag her nicht so sicher sei. Der Bund übernimmt zwar die Kosten, aber wenn die Kosten steigen, wer dann die Differenz bezahlt, ist wohl im Vertrag nicht so ersichtlich. Stimmt das so? Gibt es da wirklich so ein Vakuum? Also, Sie sagten es. In der Tat ist es nicht verwunderlich, wenn ich Planungen von den 90er Jahren habe, dann weiß jeder, was das Leben in der Zwischenzeit teurer geworden ist. Und da müssen wir natürlich zu gegebener Zeit eine Fortschreibung machen und sagen, die Dinge haben sich verändert. Auch Anfang der 90er Jahre wurde auf sowas wie Kommunikation überhaupt kein Wert gelegt. Sowas taucht überhaupt nicht in den Ursprungskostenschätzungen auf. Da gab es das eigentlich sogar noch gar nicht. Da haben wir uns weiterentwickelt. Wir werden natürlich dann auch eine Kostenfortschreibung machen und uns dann auch darüber verständigen, wie das mit der Finanzierung sein wird. Es ist unglaublich viel Arbeit, die da drin steckt und unglaublich viele Details, die zu regeln sind, auch gegen ganz, ganz, ganz viele Widerstände. Es ist schon ein wirklicher Kraftakt. Das heißt, Sie sind mit dem Bund da im Kontakt? Wir sind mit allen Beteiligten in Kontakt an der Stelle. Danke, Frau Nikutta.